Gebot der Nächstenliebe. Es ist euch ein Gebot gegeben von mir, und dieses Gebot müsstet ihr erfüllen, um selig werden zu können. Dieses Gebot schließt alle Gebote in sich, die durch Moses einzeln gegeben worden sind, auf dass die Menschen ihr sündiges Treiben einstellen, das in ständigem Vergehen gegen den Nächsten bestand. Alles, was gegen die Liebe zum Nächsten verstößt, ist Sünde, und somit ist auch der Begriff Sünde restlos geklärt. Denn jede Verletzung des Liebegebotes zum Nächsten ist auch ein Vergehen gegen mich selbst, ein Verweigern der Liebe zu mir, der ich der Schöpfer aller Menschen bin und somit auch der Vater seiner Kinder, die untereinander in Liebe leben sollen. Nur durch die Liebe zum Nächsten könntet ihr mir eure Liebe beweisen, denn wie anders wollet ihr mich lieben können, so ihr mich nicht sehet, wenn ihr den Nächsten nicht liebet, den ihr sehet, und der euch das lebendige Zeugnis ist meiner Liebe, Weisheit und Macht. So ihr in ihm nicht das Produkt meiner Liebe sehet, wird es euch auch schwer sein, mich als Schöpfer zu lieben. Denn die Liebe zu mir entspringt erst der tätigen Nächstenliebe, die mich selbst euch nahe bringt und in euch auch das Gefühl der Liebe zu mir erwachen lässt. Was ihr dem Nächsten antut, das erachte ich als mir angetan und erfasse euch mit meiner Gegenliebe, die Kraft, Zufuhr und Licht für euch bedeutet. Und da ihr beides benötigt, um auszureifen auf Erden, müsstet ihr unbedingt mein Liebegebot erfüllen, ansonsten euer Erdenleben ein Leerlauf ist, ohne Erfolg und ohne Aufstieg zur Höhe. Und lasset euch nicht genügen, nur nichts Schlechtes zu tun, sondern befleißigt euch guter Taten an euren Nächsten. Helfet, wo Hilfe erforderlich ist, teilet Gaben aus, geistig und irdisch. Nehmet euch der Not des Einzelnen an und seid eurem Nächsten wahrhaft ein Bruder und Freund, ein Helfer in jeder Not. Dann werdet ihr auch Gegenliebe erwecken und somit auch den Nächsten mir zuführen, weil nur die Liebe die Verbindung mit mir herstellen kann, in einer Form, dass meine Kraft direkt auf euch überströmet und weil nur durch die Liebe die Vereinigung mit mir stattfinden kann, die Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist. Amen.